Der Kuckuck begrüßt mich schon. Leute, ich bin hier. Wahrscheinlich meine Kamera, neue Kamera ist unterwegs. Ich bin heute hier mit zwei Kameras. Eins für Fotos machen, eins zum Filmen. Ich weiß noch nicht, was ich reinstellen werde. Wahrscheinlich werde ich was reinstellen zum Thema. Aber hauptsächlich bin ich dafür da, um bestimmte Leute wollen Fotos haben. Es wird jetzt wichtiger, ja? So, ich gehe in einen Steinbruch und werde mir die Steinbrüche nochmal angucken und fotografieren vor allem. Ich werde jetzt nicht alle filmen. Ich habe ja noch einiges zu Hause, da werde ich die Fotos wegschicken. Ja, aber da geht es eigentlich los. Ich war schon unten am Bahnhof unten. Sind schon die Ersten. Und das wahrscheinlich auch. Aber hier sieht man keine Sternbohrung. Also nichts kann man da erkennen. Ich möchte an diesen, sag ich mal, Hotspot gehen. Weil da hat man die besten Möglichkeiten, das so zu präsentieren, finde ich. Guckt euch mal an, wie der hier glänzt. Wie der stolz hier steht in der Sonne. Hallo Kollege. Hallo Kollege, lässt sich nicht stören, ne? Na? Wie geht es dir, Kollege? Hä? Ey, geh lieber von der Straße runter, sonst wirst du überfahren. Festhalten, das hat vielleicht nichts zu bedeuten. Ich habe so eine Druckveränderung jetzt im Ohr gehabt. Also deutlich. Ah, heute kein Wind, das ist echt schön. Ja, an dieser Wand sind die meisten. Da muss ich jetzt runter. Ja, wann war ich lange nicht mehr hier? Also hier bestimmt über ein halbes Jahr, wenn nicht länger. Aber jetzt muss ich das wieder aus einer anderen Perspektive mir angucken, weil jetzt bin ich mir so gut wie sicher, dass das eine Kanalisation war. Im Sinne von Kanal bedeutet ja eigentlich Leitung, so, ne? Für bestimmte Energien. Also ich denke, entweder hat das was mit Energie auffangen zu tun und speichern im Granitgestein, immer an hohen Stellen, so wie Vulkane zum Beispiel, die fangen auch Blitze ein und so, aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert, um alles so aus dem Kopf zu erzählen. Oder es hat direkt mit denen zu tun, mit diesen Wesen, die dann unter der Erde verschwinden. Und man sagt ja, im Spalten wohnen sie und sowas. Ja, kann gut sein. Aber man weiß, dass sie Technik besitzen und das ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Der Grund ist einfach hier, wieso ich mich auch ein bisschen vertan habe, ist ja logisch. Zeitlang dachte ich natürlich, zum Abbau sind die. Weil natürlich, die sind im Steinbruch und sehen auch am weitesten entwickelt aus, die Technik. Und wenn man das noch hier so sieht an den Wänden teilweise, dann klar, ist das eigentlich so logisch. Aber da macht das jetzt doch keinen Sinn. Und das zeige ich jetzt nochmal gründlich. Boah, wusste gar nicht, dass man so steil klettern muss. Ich glaube, ich mache mal kurz die Kamera aus. Es geht darum, den Wolder bis jetzt, der entdeckt worden ist, das ist der einzige, auch 7-Fächer-Stern. Aber er hat praktisch 4 Meter Länge im Stein, aber man hat nicht alles ausgegraben. Es geht weiter in den Stein rein und da war Sand drin oder so ein Zeug. Die haben das bis heute irgendwie nicht rausgeholt. Da war Fernsehteam, Zeitung, Wissenschaftler, wir gehen eine einzige Sternbohrung. Na, ich habe hier so viel gezeigt und seit über 2 Jahren unterwegs. Das Einzige, was passiert, dass mir einfach nur die praktisch manche die Ideen klauen und das veröffentlichen und nicht mal meinen Namen erwähnen. Habe ich schon mehrmals jetzt entdeckt. Einer hat wenigstens gefragt, so, ne? Aber da dachte ich mir, ey, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr, was dann übel ist, wenn die nur ein Foto zeigen und keine Ahnung davon haben und ja. Die sind höchstwahrscheinlich von ganz oben bis unten durchgebohrt worden. Die sind erst bei Abbruch frei geworden. Hier sieht man was, ist aber weg der Rest natürlich. Und hier seht ihr auch, wie breit das eigentlich war. Und hier immer schmaler wird. Und hier ist wieder so eine Sternform, aber sehr erodiert.
Also beziehungsweise ist sie nicht so ausgeprägt, weil hat ja auch, da sieht ihr das auch besonders gut. Hier ist das rund, halbrund und so rund. Und da seht ihr, wie das hier reingegangen ist. Sternförmig und dann schmaler und rund. Hier ist auch so ein Ende. Hier geht's weiter. Wie ihr seht, sind die Wände hier so flach. Ah, da sind diese Stürmerungen. Und teilweise sind die schräg drinnen und manche gerade. Aber dieser hier ist schon an die 2 Meter und da, seht ihr, da oben und da drüber nochmal. Also die sind überall, aber die gehen durch. Die können doch nicht zur Sprengung benutzt worden sein, auch nicht zur Spaltung. Das sehe ich sowieso jetzt mit anderen Augen, aber jetzt bin ich mir sicher. Das Einzige ist, wir haben noch keinen gefunden, der durchgehend ist von oben nach unten. Und die sind wahrscheinlich da drin, im Felsen. Das ist auch ein Rest. Hier ist das Stern, da ist es glatt, da ist es schmal, da ist es wieder Stern, aber ganz schmal. Gut, das ist wahrscheinlich in diese Richtung gegangen, aber ihr seht, das kann nicht sein, dass der Bohrer sich so bewegt hat, ne? Musste aber. Das sind die Spuren, die sie hier benutzt haben. Seht ihr das? Diese Spaltung. Das ist die normale, primitive Möglichkeit. Diese Blöcke haben die, sieht man, fast gleich groß ungefähr, ja, haben die so abgebrochen. Seht ihr das? Wisst ihr, was gar keinen Sinn macht? Selbst wenn das Bohrer wären, wo sollen die angebracht worden sein, wenn sie so nah beieinander sind und dann einzeln? Versteht ihr? Ein Bohrer soll dann ganzen Fels lösen oder wie? Macht gar keinen Sinn. Vor allem, die sind ja verschlossen. Die sind nur offen, weil hier später abgebrochen worden ist. Wer weiß, was hier alles los war? Ich meine, wer weiß, wie viel davon beseitigt worden ist, ne? Hier auch noch so ein bisschen eckiges Muster. Schmal, dann wird das ein bisschen breiter. Komplett rund, also gar kein Muster. Und dann komplett wieder auf, gucken wir euch an, wie schnell das ging. Zack, wieder solche Konturen, also... Ich habe ja schon letztes gesagt, Granitgestein, das kann 10 Kilometer so weitergehen. Das ist ja nur die oberste Spitze, die wir hier sehen. Und ja, ich muss jetzt an Silizium denken, dass wir das in Computern haben als Chip. Da muss ich euch vorstellen, das könntest du auch kein Mensch erklären. Selbst vor 100 Jahren hättest du Probleme, aber vor 200, 300 Jahren wäre das reines Zauber. Und wahrscheinlich könntest du sogar auf dem Scheiterhaufen noch landen. Tatsächlich, weil... Wie willst du etwas auf einem Stein oder Kristall speichern? Wisst ihr, das ist doch Quatsch, oder? Hat das nicht Plato schon erzählt über Atlantis, irgendwas in diese Richtung? Ich lasse das mal. Ist ja sowieso nur Fantasie, ihr wisst. Das Problem ist, dass die Geschlossenen natürlich unsichtbar sind für uns. Und die Sichtbaren sind immer abgebrochen. Da oben auf dem Berg, wo nicht abgebaut worden ist, ist auch eine Sternbohrung. Wer weiß, wie tief sie ist. Vielleicht ist die 20, 30 Meter tief. Aber wenn sie voller Erde ist und so schmal, dann könnt ihr vergessen, wie soll ich das freimachen. Ne? Aber ich sage ja, in Norwegen haben die eine Sternbohrung entdeckt und da war wirklich was los. Ne? Wissenschaftler, Fernsehteams, Journalisten, da waren Experten, Bohrmeister, Steinbrucharbeiter, was da alles passiert ist. Hier ist gar nichts passiert. Wie gesagt, deshalb mache ich da weiter. Und jetzt bin ich auch weitergekommen. Und ich muss sagen, ja, vielleicht habe ich das einmal gesagt, dass mir niemand geholfen hat. Klar haben mir Leute ein bisschen geholfen. So als Unterstützung, dass sie an mich geglaubt haben. Ein paar, ja. Aber manche haben sich sogar abgewendet von mir. Weil das ist denen zu viel, weil die kommen gar nicht klar damit. Ne? Die sind wahrscheinlich auch gar nicht, ich sag jetzt ganz ehrlich, ich glaube, die sind nicht intelligent genug dafür, für so eine Thematik. Ich habe auf jeden Fall zu Hause noch viel Material. Aber das Besondere ist, das Einzige, was ich jemals gesehen habe, sind diese 3 Sternbogen nebeneinander. Ich glaube, ich werde da noch runterklettern jetzt.
Ja, ich war ja mal auch dort und da waren auch ein paar Stürmerungen. Ne? Und selbst da oben, ganz oben in der Wand war auch was. Und da war wieder nichts abgespalten. Also wer würde Stürmerungen so einzeln verteilen, meterweit tief bohren und weiter? Eindeutig. Ich bin mir 100% sicher. Dafür bin ich heute hier gewesen, weil es war klar, ich habe auch viel Material. Aber das ist schon was anderes, wenn ihr dann da seid. Weil das Gefühl, was hier ist, ne? Das sagt mir, ich bin absolut richtig. Ich sehe von hier 1, 2, 3, 4 Stürmerungen da unten. Ich bin schon mal da runtergeklettert. Ich kann gar nicht glauben, wo ich hier überall war, wenn ich das sehe, weil momentan habe ich sogar hier Angst runter zu klettern, weil ich rutsche da komplett runter bis ins Wasser. Darum, ich habe eine verletzte Hand noch, überall Arm, Bein. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Wenn ihr euch da anstößt. Ah gut, ich meckere viel zu viel, ne Leute? Ach kommt, Leute, wir sind Männer. Guckt euch das hier an zum Beispiel, hier, da. Wisst ihr, ihr müsst gucken, wo ihr euch festhält, weil da, das ist, guckt euch an, wie das hier alles nachfällt. So, ich bin hier, guckt euch das an hier, das sind doch mal, ich glaube, ich war hier gar nicht unten, ich war nur an der anderen Stelle. Ey, da sind das zwei Stellen, wo drei nebeneinander sind. Guckt euch an, wie schräg Sternborn technisch. Hier, guckt euch an, wie schräg und dann, wie das die Richtung wechselt und glatt wird und hier wieder. Ich glaube, da, wo ein bisschen mehr Quarz ist, da verwandelt es wieder diese Form. Und ihr seht, das ist alles verschoben. Und da hört es leider auf, weil die hier abgebaut haben. Das ist abgebrochen. Man muss sich vorstellen, dass das hier, der andere Steinbruch wurde in den 70ern verlassen, der hier wahrscheinlich in den 60ern oder so. Maximum 50er oder für 60er. Und dann, diese Abbruchspuren von den Menschen sind genauso primitiv wie die vor tausenden Jahren zum Teil. Also wirklich, sind genauso aus, ne, zum Teil. Ja, später kamen Dampfmaschinen hier, später war der Strom da, 1912. Aber das war ja schon alles da, ganz deutlich. Und ey, da oben sehe ich auch eine. Da gehe ich später noch hin. Ah, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch nicht so wichtig. Ne? Ich wollte noch die drei da hinten filmen. Also wir haben zwei Stellen mit drei Bohrungen nebeneinander. Was für ein Echo hier ist. Da habt ihr auch noch eine. Verdreht, also gerade, dann ein bisschen schräg verdreht. Boah, wie ich aussehe. Alles so staubig. Die Wunde sieht super aus, sorry Leute. Hier sieht man das Arbeitsprozess. Löse ich auf, wird gerade schmaler. Und hier haben wir, glaube ich, einen guten Stempel erhalten. Ich habe das mit den Fingern gespürt. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich aufgenommen habe oder Foto geschossen, weil ich mein Display nicht sehe. Hier nochmal kurz. Besser zweimal. Weil hier habe ich nicht mehr vor, runter zu klettern. Hier zum Beispiel. Ich mache das mal näher und ein bisschen langsamer. Ja. Hier Sternbohrung. Keine Sternbohrung. Und da immer schmaler. Und dann hier. Und dann könnte man meinen, bei der Breite könnte man fast denken, Spaltbohrung, Bohrung. Meine Güte, Richard. Das ist auf jeden Fall weder zum Sprengen noch zum Bohren, also zum Spalten, weil hier sind drei Stück, da sind drei Stück. Die einzigen Stellen, wo drei Stück nebeneinander sind, die meisten sind einzeln, oft auch zu zweit nebeneinander. So, das hat es natürlich komplizierter gemacht, weil als ich immer diese zwei sah, dachte ich irgendwie, was mit Leitung oder keine Ahnung, ja, ist es ja auch. Nur, was soll ich hier groß überlegen, merke ich gerade. Ich bin bis zu einem gewissen Punkt gekommen, weiter als ich jemals vermutet habe. Und von Anfang an hatte ich mit den meisten eigentlich recht. Das Einzige mit dem Abbau habe ich mich ein bisschen geirrt.
Jetzt muss man sich vorstellen, wenn die wirklich von ganz oben gemacht worden sind, da geht es ja noch weiter, dann sind die an die 30 Meter fast, ja, lang. Höchstwahrscheinlich, ja, glaube ich, vermute ich, bin mir eigentlich sicher, kann es nicht hundertprozentig nachweisen. Ne? Ich bin so ein Mensch, ich sag das so, steht doch nicht hundertprozentig fest, aber ich bin mir sicher, dass es so ist. Nur, wofür? Was haben die damit aufgefangen? Oder... Wie man sieht, ist der Stempel noch mal schmaler und nicht so deutlich. Aber dafür, das ist so sauber. Hier ein bisschen breiter. Seht ihr, da ist so ein Knick. Da noch mal ein bisschen breiter. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt mit den drei hier. Ich würde nur sagen, ihr müsst schon aufpassen, ne? Weil es einer hier so rumlaufen will. Ist nicht ganz ohne. Aber ich will nicht so klingeln wie so ein alter Mann oder irgendwie. Aber trotzdem muss ich euch sagen, das ist schon gefährlich. Ich sehe ja, dass Leute jeden Tag sterben. Auch die Leute, die sich Selfies machen wollen irgendwo. Für die ist schon eine Klippe gefährlich. Die fallen regelmäßig runter. Aber wenn man hier klettert, sage ich euch, Schuhe sind wichtig. Und immer Grip. Ne? Ihr müsst euch gut festhalten. Weil ich halte hier, ich filme das, ihr seht nicht, ich sichere mich ab. Natürlich ist das sowieso Quatsch, ne? Aber besser als nichts. Der macht die ganze Zeit, ich bin unsterblich oder was? Der hört gar nicht mehr auf. Ja, hier ist das fies zu klettern. Ah. Dann sind die Wände auch noch schräg, Leute. Gut. Was tue ich nicht alles? Oh, ich sehe was. Hol ich das an. Kante. Und hier total gebogen, aber auch irgendwie abgebrochen, erodiert. Man kann das einfach nicht anders lösen. Deshalb haben die da ein Problem gehabt. Im Wolder. Ich habe gelesen, was sie da vermutet haben. Ja, also wirklich, es gibt Leute, die vermuten, das haben irgendwelche Mineralien gemacht, die haben aber nur eine einzige Sternbohrung da, dann ja, ist natürlich trotzdem Quatsch, aber könnte man sich noch vorstellen, irgendwie, irgendwas, ja, aber hier, ganz Königshain und die Umgebung, auch hunderte Kilometer von hier, sind diese Sternbohrungen verteilt von hier, ne? Wisst ihr, was das größte Problem ist bei dieser Thematik? Bei Pyramiden und anderen Sachen haben wir auch ganz deutliche Spuren, Hightech und so, aber das könnte man irgendwie noch erklären, ne? Lange Zeit gearbeitet dran und so, aber hier kannst du gar nichts mehr sagen. Wisst ihr, das ist eindeutig, ne? Und wir haben die weltweit. Und wieso an so bestimmten Orten, oft Orte, die, wo nie ein Steinbruch war, also gibt es so ein paar Stellen, aber meistens Gebirge, meistens Granit. Ja, ich habe das, glaube ich, schon oft genug gesagt. Trotzdem, meistens sind die einzeln, aber vor allem sind die zu. Die gehen in den Felsen rein. Ja, es gibt ganz wenig Möglichkeiten, die übrig bleiben eigentlich. Nur da drehe ich mich trotzdem noch im Kreis ein bisschen. Da war ich schon mal auch Thema, dass man das als Akku benutzt hat, das ganze Gebirge, beziehungsweise auch... es gibt doch diese freie Energie, ist ja klar. Es gibt eine Spannung zwischen dem Himmel und der Erde. Und diese Spannung kann man ausnutzen auch. Das ist ja die freie Energie. Weil dieses Dynamo-Effekt, die Erde da drinnen ist ein Kern, der dreht sich und erzeugt Elektromagnetfelder. Ja, und da die Ionensphäre wird auch irgendwie aufgeladen und so weiter. Auf jeden Fall geht es darum, dass man daraus natürlich Energie rausholen kann. Und natürlich waren immer die höchsten Berge, Vulkane. Vulkane ist nochmal was anderes, aber kommt noch dazu. Klar waren das immer Empfänger praktisch, sozusagen. Ja? Weil sie eben rausragen in die Atmosphäre. Ich denke um Menhire, Obelisken. Es geht um diese Energie, Pyramiden und so. Nur... Natürlich habe ich nicht die ganze Lösung, weil was war das dann für Energie? War das jetzt einfach Strom
Oder haben die das wirklich als Zugang benutzt, um hier besser in den Felsen zu gleiten? Die Sache ist die, das widerspreche ich nicht, dass die beides so benutzt haben, beziehungsweise die brauchen ja wahrscheinlich auch Energie, oder? Um ihre Raumschiffe zu benutzen. Egal, was das für eine Technik ist, die kann uns total überlegen sein. Selbst wenn das Licht sich dort aufteilt und so wie wir Laser gerade mal besitzen, ne? Vielleicht geht's weiter, dass man aus Licht Gegenstände herstellen kann. Und das ist ganz, ganz weit weg. Für uns ist das wahrscheinlich nicht mal Science Fiction, sondern fast schon Fantasy. Aber wenn es diese Wesen gibt, dann brauchen die eine Energie. Und vielleicht ist das die Kombination, ne? Und die haben hier drin gelebt und sie leben noch hier, ja. Die fliegen auch am Himmel, ja. Manchmal entführen die auch Leute und solche Sachen. Manchmal helfen die wieder Leuten, ja. Aber wie ist das mit den Menschen? In manchen Ecken der Erde wirst du überfallen, beklaut und angelogen. In anderen Regionen wird dir geholfen und dir Geld sogar geschenkt. Einfach so. Damit will ich sagen, wie absolut unterschiedlich die Menschen sind und wie absolut, wie schnell sich das ändern kann innerhalb von wenigen Tagen, wenn mal irgendwas ausbricht, Krieg, Krise, die Leute sofort im Panikmodus oder im Aggressionsmodus und du wirst innerhalb von, als Beispiel Tornado irgendwo, Florida, dies, das, auf einmal guckst du tausende Leute am Rumlaufen, Geschäfte am Plündern, Häuser am Einbrechen. Ja, Moment. Ich muss mich mal beruhigen, bevor ich wieder Thema wechsle. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Die Menschen sind, die sind rückständig, zum Großteil. Ja, ja, ich wiederhole mich, aber ich habe gemerkt, ich bin jetzt auch wieder neu interessiert daran. Total. Wobei ich vor 2 Monaten sagte, mir ist das egal. Aber als ich gesehen habe, wie mit meinen Sternbildungen umgegangen wird, auf Kanälen, ja, das ist auch weltweit ein bisschen unterwegs, meine Thema. Haben sich oft auch Leute aufgeschnappt, die gar keine Ahnung von haben. Da zeigen die ein Foto und sagen irgendwas und dann, das tut mir richtig weh. Weil ich habe hier viel Arbeit reingesteckt. Ich habe nie erwartet, dass ich bekannt werde oder Geld verdiene damit. Ich dachte höchstens, wenn ich irgendwann in diese Richtung gehen sollte, ne, dann ist das Leidenschaft vor allem bei mir und auch ein höheres Erkenntnis, Bewusstseinebene ist das für mich eine höhere, die ich schon längst betreten habe. Und hier weise ich es auch nach, wofür ich auch, ich brauche keine Brille, wie bei Sie leben. Ich brauche kein Morpheus, weil eigentlich bedeutet das Schlaf. ich bin auch kein Neo, ich bin Richard, ja. Und das ist hier die Matrix, in der wir leben. Und ich zeige euch einfach hier, ne, da ist was, was nicht menschlich ist. Und wenn es menschlich ist, dann ist das tausende Jahre her, wo wir schon mal mindestens so weit waren wie jetzt mit der Technik. Und das ist beides absolutes Tabu, geht gar nicht. Irgendwelche fremde Wesen oder wir waren mal weiter als jetzt oder genauso weit, das geht nicht. Wir sind auf dem Planet der Affen. Ne? So, ich merke, ruhig, Richard, geh hier raus. Ich wollte euch was sagen. Ja, also hier verlasse ich das erstmal. Ich habe, glaube ich, genug Fotos. Zu Hause habe ich ja noch genug Material. Ich wollte nur sicher sein. Aber wir haben hier diese Zacken, diese blockhaften Abbaumethoden, wie ihr seht. Vielleicht so halbe Tonne, Tonne, solche Blöcke haben die abgebaut. Hier haben die sogar nur gespalten tatsächlich. Ich dachte, die haben hier auch gesprengt, haben die aber nicht. Gesprengt haben die da hinten in dem neueren Steinbruch. Fürstenstein, die Ecke. Wollte ich euch was zeigen. Hier ist eine Sternbohrung, aber abgebrochen, als sie noch rund war und schmal. Also beziehungsweise war die oben sternförmig, ist unten wieder. Ne? Das ist ja ab und zu wechselt das mit dem Arbeitsprozess die Form. Aber wenn ihr das so seht, das sieht fast aus wie eine normale Spaltbohrung. Aber die normalen Spaltbohrungen sind genauso dick wie mein Zeigefinger. Habe ich schon oft benutzt zum Prüfen, deshalb weiß ich das. Und ich habe keine dicken Finger. Also, dann ist das trotzdem schon breiter als die typische Spaltbohrung. Und ich habe hier im Museum die Bohrer und alles zur Verfügung. Ich kann das auch benutzen. Wahrscheinlich nicht die elektrischen, aber in diesem Museum wollte ich auch was
euch präsentieren, aber das macht kaum Sinn, weil diese Technik ist so weit entfernt, dass ich mir lächerlich vorkomme, von null anzufangen, wieder, um zu zeigen, dass das nicht möglich ist mit einem normalen Bohrer. Das ist, da bin ich schon, aus dem Alter bin ich raus, Leute. Ich werde jetzt natürlich nicht alle filmen, weil das muss dann ja über 100 sein hier. Allein die, die ich kenne, nur hier in Königshain. Aber es ist trotzdem für mich faszinierend. Und eins wollte ich noch sagen, als ich mich letztens da ein bisschen gefürchtet habe im Wald, hatte ich ein komisches Gefühl auch. Mir war gar nicht bewusst, dass es auch, ne, dieser besondere Tag ist, Abend, wo die Hexen und Teufel auftauchen irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber wenn ich hier bin zum Beispiel, habe ich nicht mal eine Sekunde irgendeinen schlechten Gedanken. Als Beispiel, ich bin fast gleiche Ecke. Das sind 2 Kilometer entfernt, ja, ein bisschen mehr vielleicht. Seht ihr, ich bin hier total ausgeliefert. Wenn ich da runterfallen könnte, wie auch immer, man könnte mich leicht hier, ne, irgendwie, keine Ahnung, entführen oder töten, würde gar nicht auffallen. Nicht mal. Aber wieso habe ich hier nicht so ein Gefühl? Ja, weil es was Gutes ist, Positives, kann ich nicht ganz erklären, wieso das so ist. Ihr seht aber diese blockhafte Abbauspuren. Hier wird das primitiver, weil hier einfach das Material nicht so gut war. Beziehungsweise ist das irgendwie brüchiger. Aber hier zum Beispiel haben wir überall drin auch. Ja, die sehen glatt aus, aber guckt euch das an. Das sind Abbruchspuren. Die primitiven sieht man auch nicht mal überall hier. Aber man sieht das an den Größen, dass die Blöcke, ne, praktisch nicht allzu groß waren. Hier wollte ich kurz zeigen, es geht rein in die Tiefe, ist zwar ründlich, aber auch dreieckig gleichzeitig, also das ist schwer, das jetzt zu filmen. Ja, und da muss man sich vorstellen, das ging so bis da unten hin, 20, 30 Meter lang, die Sternbohrungen. In den Volda, 4 Meter haben die rausgeholt und das geht aber noch weiter und das geht Richtung Berg. Hier sind wir auch auf dem Berg. Da seht ihr auch zum Beispiel, der ist fast schon rund, aber noch hat er diese Form ein bisschen. Ja, und das geht von oben. Ist wahrscheinlich da unten durch. Da sind auch welche. Auch vereinzelt. Da einer, 6 Meter weiter einer. Macht gar keinen Sinn. Die waren schon da, hundertprozentig. Für mich ist das ein Durchbruch. Ich weiß, ich wiederhole mich, weil ich denke laut. Ich bin mir absolut sicher, was das nicht war. Daneben haben wir noch so einen kleinen Steinbruch. Und da habe ich auch ein paar Sterbungen entdeckt. An der Seite. Ey, Ente, bleib doch cool. Ist das nicht schön hier? Ich gehe mal, ich überlege, ob ich hier jetzt noch zu meinem Stein fahre jetzt. Ich gucke gleich, glaube ich, auf die Uhr. Wo ist mein Fahrrad? Hier nochmal so ein Beispiel. Ich werde jetzt nicht dahin klettern, aber das sind auf jeden Fall Sternbohrungen, mehrere. Und hier habt ihr die menschlichen, moderneren Abbauspuren. Ja, völlig eine andere Welt. Natürlich gibt es überall diese großen Halden hier. Und mittendrin findet ihr auch unzählige Sternbohrungen. Ja, und hier zum Beispiel nächste. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen ärgerlich für die. Weil das war schon Makel dann, ne? Wenn man die Steine verkaufen wollte. Kann sein, dass das manchmal schon nervig war. Für den Kunden jetzt meine ich. Sage ich euch mit Sicherheit. Leute, die nur die Schulwissenschaft benutzen, um weiterzukommen, die werden das hier nicht lösen können, sowieso nicht. Die kommen auch nicht mal ansatzweit so weit, wie ich gekommen bin. Verdammt. So. Weil das kann man einfach nicht mit herkömmlichen Lösungsvorschläge sind lächerlich, bis manche machen mich fast schon sauer, weil
Letztens habe ich einen gesehen, der sitzt da noch so arrogant. Auf dem Foto sieht er arrogant aus und hat eine Brille auf und denkt, er ist super intelligent. Aber er meint, es wären Mineralien gewesen oder Bohrer aus den 1930er Jahren. Ja genau, Handbohrer aus den 1930er Jahren. Selbst diese Bohrung im Wolda, allein diese 4 Meter Sternbohrung, nur die 4 Meter, die ersten Teil dieses Felsen, den sie aufgebrochen haben, das zu machen, wäre unmöglich. Und der größte Schwachsinn ist natürlich, wenn manche sagen, das war dieser 5-Punkt-Bohrer. Da hat so ein Kreuz, ne, ist das absolut unmöglich. Überlegt euch mal, ein Bohrer ist sowieso gedreht, wie ein Korkenzieher, nur flach, ne, damit er das rausbefördert auch, das Zeug. Und jetzt stellt euch vor, wie sieht das Bohrloch aus? Ist komplett rund und kann es schwingen? Nein. Kann es variieren, Breite? Nein. Es sei denn, man bohrt irgendwie falsch, es kann was vibrieren, aber dann habt ihr was Unregelmäßiges und so und nicht so ein perfektes Muster. Wisst ihr, was aber sehr wichtig ist, was ich nicht vergessen sollte? Ich weiß nicht, ob das ausreicht, weil die haben ja nur die eine Sternbohrung, aber die aus Wolda stand dort, dass es untersucht worden ist und es gibt keine Verglasung. Ja, wenn es keine Verglasung gibt, das habe ich aber gesagt, es muss trotzdem irgendeine Hitzespur sein. Weil das kann nicht einfach durch pure Kraft sich durchgebohrt haben. Und Dr. Heinrich Kusch hat mir geholfen ein bisschen, weil mir das entgegenkam. Er hat Verglasungen entdeckt und das ist ja die gleiche Technik, wie es aussieht. Nebenbei, mein Lager hat sich verabschiedet, Tretlager. Also eins nach dem anderen geht kaputt. Na gut, Verschleißteile, ne? Totenstein. Hör auf damit. Totenstein. Hör auf damit. Ist das schön, dass sie das verändert haben. Rund um den Totenstein gibt es seit Jahrtausenden menschliche Aktivität. Die ältesten Fundstücke stammen aus der Bronzezeit. Bis jetzt gefunden, ne? Archäologische Grabungen fördern dann Gebrauchsgegenstände, Scherben und mehrere Hausgrundrisse zutage. Mehrere Hausgrundrisse. Und die meinen Stein. So wie in Irland und sonst was. Schottland solche Häuser auch teilweise. Ja, finde ich schön. Habt ihr schön gemacht. Schönen Lob an hier, an Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverband. Schlesien. Jetzt mal Totenstein aus der Perspektive. Ich sag mal nichts, ich filme einfach. Wenn das zu viel Vegetation ist, dann muss ich das einfach wegdenken. Ey, was ist das? Das ist eine Art Höhle, oder was? Werde ich mir aber nächstes Mal angucken, weil das bedeutet jetzt nochmal 20 Minuten extra mindestens. Und ich weiß nicht mal, wie spät es ist. Ich sehe das so ungefähr an der Sonne. So, Leute. So, hier bin ich an der Stelle, die ich zum ersten Mal entdeckt habe damals. Hier liegt irgendwo noch meine Taschenlampe. Die war noch zu neu. Irgendwo liegt die hier. Ah. Da sieht man sogar hier fast schon eine gewöhnliche Bohrung, die aber genau so aussieht auch zwischendurch. Hey, ist immer noch frei. Ich habe das mal frei gemacht. Hier haben wir jetzt 2 durchgehende Sternbohrungen. Ja, die Sonne fehlt ein bisschen, gebe ich zu. Ein bisschen könnte die besser scheinen. Und dann haben wir sowas hier. Aber wer weiß, wo das rausgebrochen worden ist. Trotzdem sieht hier Spaltung oder Sprengung macht keinen Sinn. Selbst hier nicht. Und ja, das sind gigantische Mengen davon.
glaube, das reicht. Vor allem meine Hand ist noch verletzt. Ich Armer. Na gut. Ich komme zurück. Wir haben jetzt schon nach 16 Uhr. Ich bin jetzt schon hier seit 3 Stunden oder so. Hey, das vergeht wie im Flug hier. Wer weiß, vielleicht bin ich auch irgendwo wieder entführt worden, damit mich irgendwelche geilen Venusfrauen, lassen wir es. Aber ich habe Angst. Wieso zieht Schönheit Schönheit an? Deshalb bin ich hier. Ach, Spaß, ihr wisst, dass ich nicht alles ernst meine. Ich habe mich eigentlich schon, glaube ich, gar nicht verabschiedet, aber Leute, ich filme nichts mehr, weil das wird heute nicht mehr, das Video wird nicht fertig. Tschüss, wir sehen uns.